So, hallo und willkommen zum neuen Rayonation Tutorial Video. Wir beschäftigen uns mit dem aktuellen Update des Spiels und zwar geht es diesmal um das Thema neue Lizenzen bzw. wie wir die Lizenzen neu dargestellt haben. Bei mir ist wieder der Andi, der uns das heute ein bisschen näher bringen wird, weil es immer noch Leute gibt, die mehr Ahnung vom Spiel haben als ich und das ist einer davon, neben wahrscheinlich euch. Aber jetzt wollen wir mal reinschauen ins Spiel. Wo begegnen uns denn die Lizenzen jetzt, Andi? Was hat sich getan? Ganz normal wieder im Planungsbüro unter den Reiter Lizenzen. Okay, sieht ein bisschen anders aus. Ja. Was ist denn so das Grundprinzip, was sich getan hat? Das Grundprinzip ist jetzt nicht mehr, dass man darauf wartet, bis man einen günstigen Preis hat und auf Kaufen drückt, sondern man gibt Gebote ab. Okay. Das heißt, man sieht immer, wie das Höchstgebot steigt, oder? Nein, das hier ist nämlich vollkommen anders. Das ist ein verdecktes Gebot. Okay. Ich biete hier zum Beispiel das Mindestgebot von 85.000. Ja. Steht ja hier. Hey, kannst du nochmal machen? Cool. Und jetzt seht ihr die bisherigen Bieter. Das bin bis jetzt nur ich. Mhm. Aber da steht nicht, wie viel ich geboten habe. Okay, das heißt, wenn jemand anderes, wenn da noch andere bieten würden, würdest du auch nur sehen, wer das ist, aber nicht, wie viel sie geboten haben. Wer das ist und wie viel Prestige derjenige hat. Damit ich ungefähr abschätzen kann, ob er mich überbieten könnte oder nicht. Ob das ein Highroller ist oder ob das genau, ein Anfänger ist, den du mit 100.000 oder 85.000 schon in die Buchsen jagst. Das heißt, wir haben jetzt noch 3 Minuten Zeit und danach wird geguckt, wer in dem Moment am höchsten ist. Danach wird geguckt, wer am höchsten ist. Okay, kannst du da noch was ändern jetzt währenddessen? Ja, ich kann auch noch höher bieten, wenn ich möchte. Ah, in kleinen Schritten wohlgemerkt. In kleinen Schritten, in Tausender Schritten mit den beiden Zeigern hier. Gut, das heißt, im Prinzip, du lockst das noch nicht ein, sondern du kannst es einfach rumspielen und eingeloggt wird es erst, wenn die Zeit dann abgelaufen genau, ist. Genau, aber jedes Mal, wenn ich auf Gebot angeben von mindestens 85.000 klicke in diesem Fall, später sind es 90 oder 94 oder 84, dann ist das auf jeden Fall schon mal drin. Okay. Und jetzt kann ich sagen, ich möchte noch 2 hinzufügen, dann tauchen die auch hier auf bei meinem Gebot. Genau. Also was würde jetzt in 2 Minuten 38 passieren? Kriegt jemand die Lizenz? Sieht man, wer es bekommen hat? Man sieht, wer es bekommen hat. Man sieht auch, wie viel er geboten hat. Zum Schluss. Okay. Man kriegt auch eine Nachricht unten im Postfach. Mhm. Ist jetzt aber angenommen, du bietest jetzt hier deine, wo sind wir gerade, 87.000. Mhm. Der nächst drunter, sagen wir mal, der nächst drüberliegende bietet 90.000. Bezahlt er dann 90.000 oder bezahlt er dann deine 87.000 und einen Dollar? Er bezahlt dann die 90.000, die dir reingeht. Aha, das heißt, wenn er selbst total viel drüber geht, dann muss er das auf jeden Fall auch blechen. Dann muss es auf jeden Fall blechen. Okay, und dein Geld wiederum, ist das auch weg? Ist das so, man schmeißt in den Hut und... Das kommt drauf an. Hier ist es nämlich ganz wichtig, und zwar wird nicht nur eine Lizenz ausgeschüttet, sondern können auch mehrere ausgeschüttet werden. Okay. Je nachdem, wie viele Leute mitbieten und wie viele Züge gerade in diesem Moment die Ware durch die Gegend fahren. Okay, also so ein bisschen auf die Nachfrage eingegangen von der Lizenz. Sprich, wenn die hoch ist, dann kriegst du quasi auch als Zweitplatzierter die Lizenz. Dann kriegst du auch Zweit- oder Drittplatzierter die Lizenz. Okay, also damit es einfach nicht so eine Knappheit gibt, wenn nachher irgendwie 100 Leute im Endspiel auf diese eine Lizenz geil sind. Dann es können maximal 20 Lizenzen ausgeschüttet werden. Okay, aber das ist ja schon mal besser, als vorher war es eine. Richtig. Ja, wunderbar. Und ganz wichtig, wenn ich jetzt das Gefühl habe, die anderen Leute sind doch nicht so hoch wie ich, dann kann ich auch wieder nochmal was abziehen. Wenn sich zum Beispiel irgendwelche Bieter verabschiedet haben oder was. Wobei, verabschieden, kannst du auch wieder ganz rausgehen? Ganz rausgehen kann ich nicht. Okay, den Mindestpreis hast du dann. Den Mindestpreis ist weg. Sollte ich die Lizenz nicht kriegen, bekomme ich das Geld zurück. Okay, alles klar. Wunderbar. Klingt vernünftig, klingt neu und spaßig und es ist nicht mehr dieses in letzter Sekunde draufklicken, eBay-Gezocke. Ja, wunderbar. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie uns in die Kommentare, ruft uns an, die Nummer gebe ich euch nicht, oder schreibt uns eine Mail, zum Beispiel support@raynation.de. Lasst was von euch hören. Ansonsten sage ich danke, Andi, und bitte. Auf Wiedersehen.